Wir haben den Eierpunsch gefunden. Möchtet ihr auch einen haben? Alle, wie das hier sind. Ja. Der Nagel. Ganz genau. Eine Weihnachtsnagel ist das jetzt. Ja, heute ist Weihnachtsnagel. Bürgerstiftung Südlohn-Oeding. Ja, was ist das? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir von Bürgern für Bürger was Gutes tun. Ja. Sie bekommen Geld für Partikulieren oder für Betrieb? Wir sammeln Geld, ja. Wir sammeln Geld, man kann uns etwas spenden. Ja. Und das Geld wird angelegt und die Zinserträge werden dann ausgeschüttet. Für einen guten Zweck. Für die Jugend, für Bildung, für Schule, für alles Mögliche. Und da ist eine Kommission, die das überwacht? Ja, da gibt es einen Ausschuss, ein Kuratorium, ja, und einen Vorstand und die entscheiden darüber, wie das Geld verteilt wird. Und was hat man jetzt schon verteilt? Wir haben schon fast 100.000 Euro verteilt. Also allerhand für so einen kleinen Kreis? In 8 Jahren, ja. In 8 Jahren? In 8 Jahren, fast 100.000. Und, hier, du kannst ja den hier, das ist der gleiche Hammer. Ich muss treffen. Das sind nur englische 40, komm mal hier. En hoe loopt het? Loopt het hier gesmeerd met de kaas? Ja. Ja, je bent kaasboer dus. Ja. Tuurlijk. Ja? Hoe vaak ben je nou hier? Voor de hoeveelste keer nou in Zuidloorn? Oh, Zuidloorn, sorry. Achtste keer. Achtste keer. Vrijdag voor de eerste advent. Ja. Volgende week zijn we weer in Oeding. Ja. Nou, ik kan wel niet op, dat is bijna een thuiswedstrijd. Ja. Ja. Was haben Sie gekauft, Herr Feller? Das ist etwas für die Vögel, für den Winter. Von unserem Jugendwerk ist das. Das Jugendwerk hat das gemacht. Ja. Und so kommt ein bisschen Geld fürs Jugendwerk zusammen. Wie finden Sie das hier so, die Weihnachtsstimmung hier? Der Weihnachtsmarkt ist gut, ist schön. Ja. Da sind viele Einheimische, die hier richtig schön was gemacht haben. Es ist eine gemütliche Stimmung, das Wetter spielt mit. Schönes Glühweinwetter. Ich hoffe, dass, wenn es dunkel ist, noch viele kommen. Wie? Ja. Da muss ich mal angucken, ne? Ja. Santa Claus. Was sind das für Produkte? Schuhkerle. Schuhkerle. Schuhkerle? Ja. Nicht Stutenkerle. Oh, Stutenkerle. Wachsmänner. Ja.